Ach. Genau, die da brauche ich. Warum wirst du nicht hergestellt? Weil keine Solder Plates. Und das sind keine Solder Plates, weil... War noch irgendwo hier, oder? Oh. Da. Keine Tin Plates. Tin Plates sind hier. Und hör die auf, da reinzulegen. Wir brauchen sie jetzt wieder drüben. Das Ding brennt immer noch mit den paar Fuel Blocks, die wir da reingeschmissen haben. Na komm, helf mal ein bisschen aus hier. Machen wir so, machen wir so, machen wir so. Dann gib ihm. Eine elektronische Variante hiervon wäre auch noch ganz schick, weil die werden irgendwann auslaufen und ich werde es nicht mitbekommen und dann ist vorbei. So, gib mir die 11. Was brauchen wir noch? Oh, Forschung ist fertig, sehr gut. Dann mach doch mal hier Rocketry. Oh, und die Schmelzöfen sind auch fertig. Nimm. Wovon lasse ich mich gerade ablenken? Ich wollte irgendwas herstellen mit dem ganzen Geflügelzeug. Hier, Speed-Module. Dafür brauche ich Module Mainboard. Die da. Und die müssen wieder mit dem Ferric-Zeug und diesen weißen Brettern gemacht werden. Also irgendwo hier drin. Nicht ernsthaft. Das ist nicht toll. Wobei ich die nicht automatisieren muss. Ich kann mir einfach irgendwo weiße Bretter klauen. Das ist gut. Eine Kiste hier zwischen wäre eigentlich ganz schick. Oh mein Gott, gib mir mehr weiße Bretter. So. Wie komme ich jetzt an die Flüssigkeit ran? Die ist nämlich auch ziemlich dicht gepackt hier. Ah, da hinten. Hier kommt sie raus, das heißt, hier irgendwo müsste eine Fabrik hin. Machen wir mal eine blaue Fabrik. Blau reicht doch dafür, oder? Ich vergesse jedes Mal, was ich machen will. Du, dahin. Nö. Ah, genau, das Speed-Modul. Das Unterding hier. So. Von da oben haben wir genug Rohre und Unterrohre und Zeug. Bau. Rohre. Da. Nicht verbinden, bitte. Okay. Runter, hoch. So, und jetzt kriegst du einfach von Hand das Zeug, was du brauchst. Du kriegst Tin. Du kriegst Kopper und kriegst weiße Brettchen. Das Ganze tust du bitte rein. In diese Kiste. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwelche Module herstellen wollen, gehen wir hier hin und holen uns das Zeug hier ab. Und füllen das dann auch nach. Was gerade ein bisschen am engsten ist, sind die weißen Brettchen. Aber dafür keine Kiste zwischendrin haben. Das kann ich aber ganz einfach ändern. Machen wir einfach so. Kiste. Ärmchen. Gut ist. Und sobald es sich staubt, wird die Kiste da gefüllt. Ah, jo. Oh, ist okay. Hör damit. Nein. So. Kann ich jetzt Speed-Module herstellen? Okay. 50 Stück. Wir kriegen Sniper-Rifle. Und ein Rifle. Damage-Bonus 650%. Das klingt krass. Okay, Research. Wir brauchen noch die da. Wir brauchen Gold. Und Aluminium. Oh nein. Aluminium war aus diesen Knödeln, aber ich... Wir brauchten noch irgendwas dazu, aber ich weiß nicht welches. Das ist jetzt sehr unpraktisch. Also Gold ist kein Problem. Gold können wir irgendwo finden, abbauen und gut ist. Auch wenn ich jetzt nicht sofort weiß, wo Gold ist. Das da könnte Gold sein. Innerhalb der Basis sehe ich es jetzt auf den ersten Blick nicht. Weiter über dem Kohlefelder.
Ich hole erst ein bisschen Gold und dann passt das schon irgendwie. Ja, also Gold ist nicht das Problem. Das Aluminium ist das Problem. Weil wir wahrscheinlich erstmal den chemischen Vorgang erforschen müssen. Oh, und das ist gar kein Yield. Das ist also auch... Oh, Angriff. Unten links. Sollte okay sein. 11 Türme haben geschossen, ja. Das ist okay. Ting, 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 ting. Und wir haben schon ziemlich lange keine Talente mehr verteilt. Kann das sein? Ja. Gib mir mal einen Mining-Bonus. Aber doch ab und an meinen. Und gib mir ein Defense-Bonus und einen Attack-Bonus. Und hier hätte ich gerne Tool, Tool, Tool. Damit das immer schön besser wird. Weil natürlich könnte ich jetzt auch inzwischen auf ein Stahl-Tool umwechseln oder eventuell sogar irgendwelche Ardei-Kobalt-Geschichten, was auch immer. Das Problem dabei ist nur, dass ich keine Erfahrungspunkte bekomme, wenn ich damit abbaue. Wenn ich das richtig verstanden habe. So, 20 Stück reichen. Tier 3. Da wurde mir jetzt gesagt, dass wenn ich die hier erhöhe, dass denn die Chance erhöht wird, dass ich ein Tier 1 Talent finde. Wenn ich das erhöhe, wird dann die Chance erhöht, dass ich ein Tier 2 Talent finde. Sozusagen. Oder diese Subparts, die man inzwischen gar nicht mehr im Inventar sieht, fällt mir gerade auf. Das ist sehr schön. Das war vorher ein bisschen verwirrend. Das heißt, ich mache jedes einfach einmal jetzt. Ja, guck dann weiter. Ja, Gold bringen wir nach Hause. Haben wir Gates dabei? Nee. Oh, aber 10 Schmelzöfen, die will ich setzen. Die will ich sowas von setzen. Mach Wand. Da. Und bauen wir ein paar Lasertürme wegen, ne, Verteidigung. So, 10 Schmelzöfen. Bappen wir mal. Das passt hier ganz gut mit rein. Vielleicht geht es sogar genau so auf. Na, fast. Strom. Da. Und keine Ärmchen. Abbrechen, abbrechen, abbrechen. Ärmchen, 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 Ärmchen. Rein, rein, rein. Rein. Auch da kein Strom. Rein, rein, rein. So. Raus wäre auch noch ganz schick. Und gib ihm. Das müsste dem Erz doch einigermaßen zusetzen, oder? So, hier oben, die Poles können theoretisch weg. Abdeckung sollte trotzdem überall da sein. Richtig, hier fängt nichts an zu blinken. Schick. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Dann sieht es zwar immer noch komisch aus wegen dieser Schräge, aber wenigstens haben wir diesen komischen Knubbel da nicht. Bei denen bin ich mir nicht ganz sicher. Deswegen lasse ich sie erstmal. So. Und Ärmchen raus. 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 Und raus. Stromverbrauch wird jetzt doch recht krass in die Höhe gegangen sein. Ja, die paar, die wir jetzt gesetzt haben, haben schon ein Drittel von dem da. Aber momentan ist Tag. Ist alles. Nee, es ist Nacht. Was? Wie jetzt? Die Steam-Engine schaffen das komplett? Nachts? Jetzt? Die müssen mal gut ausgelastet sein. Oh, dann können wir das mal testen. Wie viel Kohle sie verbrauchen, wie viel Hitze sie verbrauchen, wie viel Wasser sie verbrauchen, wenn sie auf vollen Touren laufen mal. Oder zumindest annähernd mehr auf Touren laufen, als tagsüber, wenn die Solar-Engines mithelfen. Ja, ja, sieht schon besser aus. Das Wasser ist trotzdem 100 Grad heiß. Die sind alle versorgt. Das Wasser ist auch fast durchgehend voll. Na, das schwankt schon fast ein bisschen zu viel. Aber Available Performance ist bei allen 100%. Ah, es ist super. Ah, es ist super. Oh, wir haben keine Kohle mehr hier.
Wie viel haben wir noch da in der Kiste? Aber wenn die Kiste leer ist, haben wir ein Problem. Was? Nein. So. Ja, also einmal Kohle nachholen. Die Wassertanks sind voll, das ist okay. Die hätte ich gerne. Achso, die könntest du auch mal irgendwo eine Kiste... Kein Platz für eine Kiste. Wo bist du? Ach, stimmt. Für die Frames. Für die Robo... Wo seid ihr? Da. Die Robo-Frames. Dann bräuchtest du da aber auch die Batterien. Genau, du bräuchtest auch Stahl. Brauchst auch die. Und dann brauchst du eine Kiste. Dann brauchst du das. Also eigentlich brauchst du eine Fabrik daneben, die den Roboter selber herstellt. Aber das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen zu hochgegriffen. Hauptsache, es wird jetzt ein bisschen was hergestellt, auch wenn wir es von Hand füttern müssen. Wie viele Blautränke? 49. Ist okay. Was fehlt? Grüne Ärmchen. Warum fehlen grüne Ärmchen? Weil keine braunen Chips. Warum keine braunen Chips? Holz ist da, Eisen ist da, kein Kupfer. Ernsthaft? Hier. Okay. Nimm mal alles mit, was du finden kannst. Oh, die zwei Ärmchen kommen jetzt nicht hinterher. Das ist eine gute Entwicklung. Dann mach doch mal einfach hier noch eine Kiste. Noch Ärmchen und mach das mal leer und das mal leer. Bald werden wir auch schnellere Fließbänder brauchen. Jo. Ich glaube, das haben wir gleich. Haben wir jetzt. Sauber. Sehr schön. Ich hätte gerne halbe blaue Ärmchen. Und dann machen wir 50-50 mit halben Ärmchen. Gut. Genau hier. Kaputt schmeißen. Damit. Zuschmeißen. Damit. Holz. Ansatzweise zuschmeißen. Und das läuft auch wieder. Ganz schön viel. Kohle wollte ich noch holen. Weil unten keine Kohleblöcke mehr hergestellt werden. Genau. Hier wollte ich eigentlich auch bessere Drills hinstellen, weil das Fisselchen Kohle hier reicht nicht wirklich lange. Aber sie ist noch eine ganze Weile beschäftigt mit den halben Ärmchen. Okay, Kohle runter. Hier kommt noch mit. Für noch mehr bessere Schmelzöfen. Und das reicht immer noch nicht. Das war ein riesen Upgrade, dieser kleine Block da. Okay. Dann halt. Ja, nimm halt so. Tschum. Reicht immer noch nicht, ja? Das ist gut. Schön viele Ressourcen. So muss das sein. Und alles aus Pew? Ah, ich habe Pew gehört. Und alles aus Strom generiert, ne? Das sind alles replizierte Ressourcen. Hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell so hochgehen kann. Aber gut. Beklagt mich nicht. Brauchen wir auch. Oh, und das Rifle-Ding ist fertig. Was wäre denn hier? Das kostet schon mal zu viel. Wobei, 100 Liter Tränke können wir jetzt auch herstellen. Weiß ich noch nicht. Uranium Piercing Shotgun Shells wären interessant, ja. Schwere Bewaffnung? Achso, das ist für diese komischen Kreaturen, die ich herstellen kann. Nee. Ich würde erstmal ganz gerne dieses Rifle-Ding testen. Nein, es braucht Aluminium. Wie fast alles Alu braucht. Damage-Bonus 2900%. Ja, das ist ordentlich. Und eine 60er Reichweite. Bräuchten wir nur Glas für. Glas ist schnell gemacht. Hm? Schmelzofen. Wir haben keinen Sand. Ah, herrlich. Okay, Sand müssen wir daher produzieren. Das ist ja einfach nur so eine Filteranlage, dann ist gut. Schmeißen wir das bisschen Gold, was wir haben, hier rein. Gold.
kann nicht geschmolzen werden. Wirklich? Oder ist das jetzt wegen dem Replikator-Ding? Nee, muss ich erst erforschen. Okay, es läuft komischerweise eh gerade keine Forschung. Genau, weil ich mich hier noch entscheiden wollte. Force Field Generator? Handheld Laser Weaponry? So, was war das? Was ist das? Das sieht gut aus. 30 Laser Damage, Magazine Size 50 und es braucht nur Batterien und Glas. Research mal das Laser Rifle. Das braucht kein Alu. Und ich wollte eigentlich Gold erforschen, ne? Ja, ich weiß. Ist nicht so schlimm, ist nicht so schlimm. Gut, also nächste Folgen spielen wir ein bisschen mit den Lasersachen rum, wenn sie dann fertig werden. In der Zwischenzeit muss ich noch dran denken, die Kohle abzuliefern, damit die Fuelbox stillstehen und dafür sorgen, dass das hier reibungslos abläuft. Damit wir so einen richtig schönen Puffer anfangen können zu sammeln für Eisen und Kupfer. Damit die verdammten Kisten hier alle mal durchgehend voll sind. Also die hier vor allem. Weil da haben wir immer wieder Probleme, dass irgendwas stillsteht und wenn es stillsteht, ist vorbei. Und rote Tränke sehe ich gerade, kommen echt nicht hinterher. Ah, das ist nicht so gut. Und Speedmodule können wir nicht bauen, weil wir dafür auch Alu brauchen. Ja, ja. Also theoretisch, ich glaube, ich gehe gleich off-camera mal ganz kurz die ganzen Forschungssachen durch, ob ich da irgendwo Alu finde. Sonst mache ich nichts, versprochen. Also bis gleich.